Hallo. Hallo, ich sehe noch, Hallo. seht ihr mich? Ja, ich sehe Sie. Ein Video hier. Gut, Gut, Video ich sehe Sie starten. nicht, ich sehe Filmfresse Mäuse. Ah, jetzt, wunderbar. Ah, Schön, hallo. Sie mal Ich mich auch. kennenzulernen, auch wenn es nur Na, über ich Zoom wünsche euch ist. ein gutes Interview. Ja, Ja? vielen Dank, Carola. Ja, Ne? tschüss Carola, mal. grüß dich. Gut, tschüss Hallo. mal. Ja, sehr schön. Und Sie sitzen ja in meiner geliebten Geburtsstadt. Ich bin nämlich Frankfurter. Okay, Sie auch. Ja, Ach, schau. ja. Ja. Aber ich wohne Ja, schon ganz, ganz lange in Berlin. Ich gucke mal nur ganz kurz Aufzeichnung. Ich zeichne es halt auf, nur dass Sie es wissen. Ne? Ist ja klar, dass. Genau. Und ich nehme auch noch separat den Ton auf. Genau. Und das ist halt meine geliebte Geburtsstadt. Ich wohne aber schon vor Mauerfall als Teenager, bin ich nach Berlin gekommen und war Deutschlands jüngster Herausgeber mit Spirit, ein Lächeln im Sturm, mein Kulturmagazin. Mache ich seit ich 16 toll. bin. Und Sie wollte ich wirklich schon seit Wahnsinn. vielen Jahren interviewen, weil ich war mit dem Blacky Fuchsberger sehr befreundet und ihr habt ja zwei Filme, soweit ich weiß, Ja, gemacht, ne? genau. Und die habe ich halt auch gesehen und das fand ich ganz toll, aber auch Böse Zellen, ihren ersten Film, finde ich also voll super und auch dieses Schön. Schnell ermittelt, obwohl ich sonst so deutsche Serien fast gar nicht gucke, aber das hat mir auch sehr charmant, hat mir auch sehr gut gefallen. Also es sind so ein paar Anknüpfungspunkte und ja, ich mag eh österreichische Schauspieler lieber als deutsche. Das ist wirklich so. Oskar Das Werner ist mein ist Lieblingsschauspieler zum Beispiel und den ja. Brandauer kenne ich gut und so. Also Sehr. hat mir bei aller Seriosität trotzdem mehr Musikalität und Leichtigkeit häufiger, die Schauspieler. Ja, danke schön. Freue ich mich. So, das war kurz die Vorstellung. Also, ja, ich fand den Film, ich habe jetzt schon zweimal gesehen, ja, einmal als Stream und gestern im Kino noch mit Passi. Und Ja, okay. er war ja da gestern und wir haben noch gefeiert bis 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens, 3 Uhr morgens zusammen. Wo Das war in den Hackeschen Höfen in Berlin, Kino in den Hackeschen ach Höfen. so, das ist ja vorverlegt worden, genau. Das ist Genau, sich das dann bei sollte mir nämlich erst morgen aufgefallen. sein. Ja, Genau. aber. Es sollte morgen sein und deshalb, genau, alles klar. Ja, Ja. ja. Und dann waren wir nachher noch in so einem Club vom Hotel. Da habt ihr auch gedreht, Amano, glaube ich. Amano. Ja, das war sehr super und das war ein toller, unvergesslicher Abend. Wir haben also, und mein Schön. Fotograf ist hier gerade auf dem Balkon, wir haben ganz viele Fotos gemacht. Aber ich habe sie natürlich vermisst, weil ich dachte, sie kommen auch nach Berlin, aber war leider nicht, ne? Hatten sie keine Ja, Zeit. hat sich ganz blöd ergeben. Ich habe nämlich morgen ein Konzert und dann wäre Oh. sich das nicht ausgegangen, beziehungsweise übermorgen und das hätte ich alles, wäre sich zeitlich nicht ausgegangen und dann hat sich das umgedreht und dann, ja, so. Also, mir tut es auch sehr leid, dass ich nicht in Berlin war. Und da Sie ja schon in Frankfurt gedreht haben, starte ich mal persönlich mit meinem Interesse für Frankfurt am Main. Waren Sie schon früher häufiger in Frankfurt oder haben Sie das erst durch die Dreharbeiten kennengelernt? Ich habe es erst durch die Dreharbeiten kennengelernt. Ich war noch nie vorher in Frankfurt. Kannte vorher nur den Flughafen. Ach so, na gut, der ist zwar auch groß, aber weil der Film ist ja das Interessante ist, gerade wenn man jetzt so auf Frankfurt steht wie ich, und das nämlich nicht nur Bankfurt ist, hat er aber trotzdem einen ganz anderen Look. Also ist anders gedreht, als man es sonst von den Klischee-Frankfurt-Filmen erwarten Ja. würde, wo immer nur Skyline ist und Bankfurt und so. Ne? Und das Ja. fand ich halt ganz toll, dieses Bahnhofsviertel. Ich meine, gut, früher war das noch mehr Rotlicht, jetzt ist es ein bisschen komprimierter. Ne? Aber das war eigentlich ganz spannend. Und haben Sie sich auch wohlgefühlt in Frankfurt während der Dreharbeiten oder war das Total. anstrengend? Ich weiß nicht. Erzählen Ich Sie habe mich mal. total wohl gefühlt. Ich habe mich total wohl gefühlt. Ich habe sehr genossen die Zeit, bin sehr viel spazieren gegangen durch Frankfurt, war in den Museen. Also sehr viel Zeit habe ich ja nicht gehabt, aber wir haben schon sehr intensiv gedreht. Aber das Tolle war, dass für mich Frankfurt für immer mit diesem Film verbunden sein wird und wir haben einfach so eine schöne Arbeitszeit auch gehabt miteinander. Wir haben so intensiv an diesen Szenen und an diesen Figuren gearbeitet. Das Bahnhofsviertel wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen, weil diese Szene, wo Passy und ich so durchgehen, die haben wir ja gedreht. Ich glaube, wir sind insgesamt 24 Kilometer gegangen, weil wir das so oft gedreht haben, bis es gestimmt hat. So 3 oder 4 Uhr morgens waren wir dann fertig. Und es hat sich bei mir sehr, sehr positiv eingebrannt. Aber ich muss auch sagen, das Bahnhofsviertel hat mich schon auch ziemlich beschäftigt. So, also das kenne ich nicht aus einer anderen Stadt so geballt und so intensiv und auch so nah am Kapitalismus dran. Also so, es ist ja wirklich Ja. diese Fallhöhe ist ja enorm. Total, Das ist ja. natürlich besonders reizvoll. Ja, Andererseits ist es auch die erste multikulturelle Stadt Deutschlands gewesen. absolut. Merkt man auch total, finde ich.
So, es ist ja, ich glaube, da sind sogar die meisten verschiedenen Ethnien auf engstem Raum, sind da irgendwie beheimatet. Das ist krass und führt natürlich zu einer irrsinnigen Energie. Es ist hat eine ganz, eine große Dichte. So. Das ist spannend. Mein Papa hat auch Ende der 60er Jahre den armenischen Kult, also ich bin armenisch-deutscher Abstammung, ja. Deswegen auch mein Nachname, Hairapetyan. Und mein Vater hat den armenischen Kulturverein auch in Frankfurt gegründet. Das waren auch immer rauschende Feste. Ich war als Kind immer mit und so. Also deswegen hatte ich da schon immer als Kind so den Einblick. Aber es ist wirklich, also so wie der Hesse sagt, lebe und lebe lasse. Das ist eigentlich sehr, sehr tolerant. Also wenn man das so mit anderen Städten vergleicht, Hannover oder so, wo meine Mama wohnt und das eigentlich hasst, ne? Und auch wieder nach Frankfurt wollte oder nach Berlin, das ist schon spießiger irgendwie. Und die sind so reserviert. Ja. Und Frankfurter sind eigentlich offener irgendwie, ne? Und wenn man auch jetzt mit Österreich so sieht, gut, ist auch nochmal Unterschied in Österreich, aber Wien und so ist auch nochmal ganz anders, aber das hat für mich auch immer mehr so weltstädtisches Flair. Wenn ich manchmal so in Berlin bin, dann denke ich auch, ist ganz schön rough irgendwie so, ne? Ja. Wien ist charmanter für mich, ne? Es wird auch Schattenseiten geben, ich bin ja dann auch dann immer nur zu Besuch, ne? Aber ja, also ich liebe die Stadt. Dieser Film ist ja, also fand ich wirklich ziemlich gut in der Hinsicht auch, weil ja, es ist halt so eine Liebesgeschichte mit Haken und Ösen und trotz dieser Annäherung und auch ihre Figur, die ja immer wieder auch an ihn glaubt, ist er ja auch so ein bisschen so ein Mist, das habe ich ihm gestern selber gesagt, so ein Mystery Man und so, er offenbart ja nicht alles. Er will ja auch nicht unbedingt, dass sie ihren Arbeitskollegen da von seinen Diamantenplänen erzählen und so, ne? Also insofern fand ich das schon ganz, ganz gut, so ja, einerseits austariert, aber andererseits weiß man auch gar nicht, also es ist auch, hat ein offenes Ende letztendlich, ne? Oder ja. Wie würden Sie es selber sehen, das Ende? Sind die zusammen oder nicht? Ja, schwierig. Ich glaube, Sie wissen beide, dass es keine Lösung auf Dauer ist. So. Mhm. Also ich glaube, Sie können, es ist eine ausweglose Situation, weil die Liebe ist da und sie ist stark und die zwei Seelen berühren sich. Und gleichzeitig ist es so schwer, es im Außen zu leben. Und sobald das Außen dazukommt und so an beiden zieht, wird es dann schwierig. Also insofern, ich würde sagen, es ist ein offenes Ende, wo man ein offenes Ende mit Bauchweh, glaube ich. Jetzt muss ich Ihnen mal ein Kompliment machen. Sie sind also häufiger in Filmen, aber insbesondere bei diesem verkörpern Sie schwache Frauen, aber nicht schwach. Also das ist irgendwie, also mit einer gewissen Stärke, die schwachen Frauen, also mit einer gewissen Würde. Auch wenn sie sich manchmal gehen lassen und fertig sind und so, das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Kenne ich so aus dem deutschsprachigen Raum von Schauspielerinnen nicht. Also ist da auch in diesem Film auch viel von Ihnen drin oder sagen Sie einfach, okay, diese Rolle, ich versuche das mit Leben zu erfüllen, aber ja, das sind Teile Ihrer Persönlichkeit auch in diesem Film, kann man das so sagen? Also ich glaube, Teile einer Persönlichkeit sind immer in jeder Figur, aber jede Figur und jede Geschichte lässt halt andere Seiten in einem erklingen. Und Monika ist viel tougher als ich. Also ich finde ja die gar nicht schwach, im Gegenteil. Die ist halt in der Mitte ihres Lebens und ist eigentlich eine ziemlich souveräne Frau, die auch niemanden braucht jetzt so. Also die würde jetzt nicht irgendwie untergehen, wenn sie keinen Mann an ihrer Seite hat. Die hat halt ein bisschen übersehen, dass sie beruflich sich ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Die hat sich so verlassen und sich so wohlgefühlt in ihrer Kunstwelt und Kunstblase und ist eine super Kuratorin, macht das ja auch brillant, ist auch ihr Hauptinteresse. Und dass dann der Alex, der also das Peter, der Alex Brendemühl, von Alex Brendemühl gespielt, ohne ihr etwas zu sagen, dann den Job verlässt, den Posten verlässt und sie nicht mitnimmt, das zieht ihr halt ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Gleichzeitig versucht sie gerade, sich neu zu orientieren und genau in diesem Moment der Verunsicherung, aber die eine Verunsicherung, eine zeitliche Verunsicherung ist und nicht eine grundsätzliche, kommt halt die Begegnung mit Joseph, der irgendwie sofort ihr Herz erreicht. Und es ist so eine Umbruchsphase, einfach in der Mitte des Lebens. So, wo man plötzlich draufkommt, aha, hätte ich ein bisschen früher dran denken können, dass ich vielleicht irgendwie mich bewerbe für, also die Karriere ist ja da einfach nicht so dran gedacht, ja. Aber ich empfinde sie als viel stärker, als ich mich jetzt zum Beispiel persönlich empfinde. Mhm. Viel autarker und auf sich selbst gestellt und
viel, viel solipsistischer unterwegs. So. Die Verunsicherung kommt ja im Laufe des Filmes immer stärker, weil sie merkt, dass sie an ihren eigenen versteckten Rassismen auch zu scheitern droht. Ne? Ich finde auch gut, sie geben dem Passi auch als Schauspielerin auch viel Platz. Also so, wie sie ihn anblicken und sie lassen ihn auch, also obwohl er natürlich eher ein zurückhaltenderer Charakter vielleicht noch ist als sie in dem Film, es liegt viel in den Blicken und so. Es ist doch sehr, also sehr intensiv und ja, also locken ihn dann teilweise doch ein bisschen aus der Reserve, was ja auch dann nicht immer mit Erfolg gekrönt ist, wenn er dann mal ausrastet und so. Ne? Und das ist ja letztendlich, ja, ich meine, gut, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir sind sowieso alle schon sehr Multikulti, ne? Irgendwie, aber es ist ja trotzdem auch so ein Culture Clash. Also letztendlich, ja, sie sind Österreicherin in Frankfurt am Main, er kommt aus dem Kongo, ne? Und ja, ich meine, es sind ja auch unterschiedliche trotzdem Lebensweisen und Sichten, ne, die man hat. Könnten Sie sich das privat auch vorstellen, dass so eine Liebesgeschichte, könnte das bei Ihnen funktionieren? Also ich kann es mir privat deshalb nicht vorstellen, weil ich ja seit 20 Jahren mit meinem Mann zusammen bin. Ja. Und der hat auch meine Schwiegermutter ist Libanesin. Ach so, und toll. Insofern ist mein Mann halber Libanese, aber ich kann mir jetzt keinen anderen Mann vorstellen an meiner Seite, weil ich habe schon den richtigen für mich gefunden. Das soll auch so sein. Ich habe übrigens auch, ich war 4 Jahre auch mit einer Libanesin liiert, das war auch eine ganz große Liebe meines Lebens. Leider, ja, ist es auseinandergegangen, aber wir schreiben uns ab und zu mal wieder. Also insofern habe ich da auch Berührungspunkte, das ist ja interessant. Ja. Ja, ja, klar. Und ich meine, der Passi wirkt ja im Film teilweise zurückhaltend. Jetzt habe ich ihn gestern voll in Fahrt erlebt und als Party-Animal, sage ich jetzt mal in positiver Hinsicht, ne, wir haben wirklich einen grandiosen Abend gehabt. Haben Sie den auch anders erlebt bei den Dreharbeiten als die Rolle, die er spielt? Wie war die Kommunikation unter Ihnen? Sehr gut. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir mögen uns sehr. Wir waren aber, muss ich sagen, sehr konzentriert. Also der Passi kommt ja aus einer anderen Ecke. Der ist ja Musiker, also Rapper. Und unsere Hauptarbeit beim Szenenarbeiten war eigentlich an den Stillen zu arbeiten, weil das ja etwas ist, was normalerweise bei ihm nicht so vorkommt. Ja. Er ja die Stille versucht mit Worten zu füllen. Und wir waren sehr, die Arbeit war sehr intensiv und unsere Tage waren lang. Also wir haben da jetzt, ich glaube, wir haben einmal eine Party gefeiert. Aber natürlich, der ist einfach ein ganz anderer Mensch, als er in diesem Film spielt. So, das ist schon wirklich einfach eine totale Wandlung, auch dass er keinen Bart hat und so. Das hat ihn am Anfang total irritiert, sich selber zu sehen ohne Bart. Aber das hat super funktioniert und wir freuen uns, wenn wir uns sehen und haben durch den Film natürlich eine Verbindung. Ihr seht euch auch gleich nochmal, oder? Habt ihr schon gesehen? Wir sehen uns auch gleich. Nein, wir haben es noch nicht gesehen. Bitte liebe Grüße an ihn. Er wird sich bestimmt noch an die unvergessliche Nacht erinnern. Sage ich ihm sehr gerne. Ich schicke ihm später die Fotos, habe ich ihm versprochen und so. Ja. Und die Regisseurin, die habe ich ja gestern auch, da habe ich auch ein Video-Interview gemacht, das haben wir ja gestern gefilmt, ne? Auch im Oxymoron, das ist dieses Restaurant neben dem Hackischen Höfen-Kino. Das ist ja eigentlich teilweise doch biografische Geschichte auch ihrer Mutter, da zumindest Einflüsse sind davon. Ne? Sie hat zwar gesagt, sie will es nicht nur biografisch verstanden wissen, aber natürlich ist doch das ein Anknüpfungspunkt. Hat sie da mit Ihnen auch drüber gesprochen, auch wegen der Rollengestaltung, oder hatten Sie da vollkommen freie Hand? Wie ist das eigentlich gewesen, das Zusammenspiel, sage ich jetzt mal, Regie und Schauspielerin? Wir haben sehr genau gearbeitet. Sie hat mir an manchen Stellen so eine Toughheit, mich an die Toughheit erinnert, die jetzt so mir nicht innewohnt. Und wir haben sehr viel darüber gesprochen, aber wir haben eigentlich gar nicht, also dieses Mutterthema war für uns jetzt am Set oder auch in der Vorbereitung war nicht vorrangig oder so. Ich wusste das am Anfang gar nicht, mir war das am Anfang gar nicht so bewusst. Und als ich es dann herausgefunden habe, es ist auch für Lisa nicht, es steht alles im Drehbuch so. Also es war für sie irgendwie ein Sammel oder eine Inspiration fürs Drehbuch, aber es ist jetzt nicht biografisch, es ist jetzt nicht alles so, wie es im Drehbuch steht, ihrer Mama passiert. Und sie hat auch nicht über ihre Mama nachgedacht, also vielleicht habe ich nicht mit ihr gesprochen, aber es war die Susanne war, also kein Thema. In unserer Arbeit.
Ganz andere Frage mal. Sie waren ja auch in Worms, haben Sie ja gespielt, ne? Ja. Bei den Spielen, Nibelungen spielen. Machen Sie jetzt auch noch in Zukunft weiter Theater oder nicht derzeit? Am Theater im Moment nicht. Ich habe so Abende und Konzerte mit Musikerfreunden und oder so Lesungen, das habe ich. Und ich kuratiere ja auch ein eigenes Festival, wo ich auch jedes Jahr mit einem neuen Programm auftrete. Da mache ich heuer einen Marlene-Haushofer-Abend. Hm, schön. Aber ja, Super. so richtig eine Theaterproduktion geht sich zeitlich gar nicht aus. Naja. Ich fange jetzt wieder zu drehen an und habe dann viel Hin- und Hergereise und dann noch die Abende, damit ist das Jahr ganz gut abgedeckt. Ja, Oskar Werner hat ja mal gesagt, das Theater ist meine Ehefrau und der Film ist meine Geliebte. Wie sehen Sie das für sich? Ich würde es umgekehrt sagen. Okay. Ich habe ganz viel Theater gespielt. Ich habe mit Theater ja begonnen. Ich weiß, deswegen frage ich ja auch. Ich war noch in der Josefstadt und so. Ich war da Ja, noch vor vielen genau. Jahren, habe ich mal Helmut Lohner, als er noch Intendant war, hat er mich eingeladen und dann haben wir auch ein Rieseninterview gemacht. Also Ja. er ist auch leider auch verstorben. Das war auch einer meiner Helden. Ja. Also Oscar zwar Nummer eins, aber so Helmut Lohner finde ich auch richtig Ja. gut. War auch ein fantastischer Schauspieler. Wirklich als Schauspieler sehr gut. Ich habe mal Leutnant Gustl, zwar fürs Fernsehen irgendwie aufgezeichnet, so in sechs Teilen hat er das. Das war wirklich einzigartig, wie er das interpretiert hat. Das war wirklich outstanding, muss ich echt sagen. Genau. Und dann, weil ich gerade den Oskar Werner erwähnt habe, ich noch mal eine Frage an Sie, ein bisschen philosophischer Natur und auch ein bisschen Manifestation als Schauspielerin. Der Laurence Olivier hat mal gesagt, in der Schauspielkunst geht es eigentlich um die Vermittlung von Illusionen. Und Oskar Werner hat gesagt, ich verehre Laurence Olivier über alle Maßen, aber hier gebe ich Ihnen nicht recht. Ich möchte dem Publikum den Traum schenken. Was erhalten Sie, was denken Sie, ist das Richtige von den beiden, Illusion oder Traum? Und was möchten Sie dem Publikum vermitteln? Also ich möchte eigentlich, also das sind zwei verschiedene Dinge für mich, was ich vermitteln möchte und was es für mich ist. Für mich ist es so, ich habe das Gefühl, dass wir uns zur Verfügung stellen als so ein Gefäß, das Geschichten transportiert und Inhalte und was ich beim Publikum erreichen möchte oder beziehungsweise, und für mich ist es weder Illusion noch Traum, sondern der Versuch, so nah wie möglich die Wirklichkeit an die Wirklichkeit ranzukommen. Also so eine Wahrhaftigkeit zu erzeugen, die beim Zuschauer das Innerste berührt. Und freut es Sie eigentlich, wenn Sie wahrscheinlich viel immer noch auf schnell ermittelt angesprochen werden? Weil das ist ja eigentlich das, was zumindest in Deutschland, glaube ich, die Leute sofort mit Ursula Strauß assoziieren. Also es freut mich total, weil ich die Figur liebe. Das ist auch eine ganz wichtige Arbeit für mich und oder von mir oder von uns. Wir haben da viel Herzblut rein. Und wir haben ja jetzt, es ist eine neue Staffel gedreht, Ah, die noch nicht gesendet wurde. wirklich? Ja. Und keine Ahnung, die kommt vielleicht im Herbst, Winter oder Also nächstes Jahr wir dann, kriegen, na klar. ja, wir kriegen das, also das, wir kriegen das immer als Letzte mit, wann sowas gesendet wird. Aber ich liebe die Figur. Das ist eine starke, tolle, sehr autarke Frau, die irgendwie da mutig ihren Weg geht und ihre Prinzipien hat und trotzdem irgendwie, trotzdem sie die Prinzipien auch immer wieder bricht oder an ihnen scheitert, an ihren eigenen moralischen Vorstellungen, hört sie nicht auf, weiterzugehen und weiter zu lernen oder sich neu, immer wieder neu zu erfinden. Und das mag ich total gern. Außerdem hat sie einen guten Schmäh. Ja, und manchmal auch in sympathischer Weise etwas, wie man hier sagen würde, verpeilt. Kennen Sie den Begriff Ja, irgendwie? auch das, ja. Aber ich habe das wirklich mal durch Zufall, also weil ich halt sie durch den Film mit Blackie Fuchsberger toll fand irgendwie und dann habe ich mal irgendwie gedacht, also die Serie gucke ich mal rein und dann habe ich mir wirklich, es war im Hessischen Rundfunk, haben die dann jeden Tag eine Folge gebracht, das war so eine Wiederholung, ne? Und dann habe ich mir echt alle angeguckt. Cool, Ich fand es freut mich wirklich sehr, sehr. also gut. Ja, unterschiedlich auch natürlich die Storys und so ist ja klar. Manche sind noch ein bisschen Ja, besser ja, ja. gewesen, klar. Aber ich fand schon wirklich also sehr gut, auch im Zusammenspiel mit den anderen Kollegen und so. Das hat mir echt bisher Schön, freut mich sehr. gut gefallen. Ja, ein kleines Brainstorming. Sie sind ja auch, also soweit ich weiß, sind Sie immer noch Leiterin der Österreichischen Filmakademie oder so oder Vorsitzende? Präsidentin der Akademie Präsidentin, des pardon, Deutschen. Präsidentin, genau. Und schon seit 8 Jahren oder so, ne? Seit 2013. Ich glaube, es sind sogar schon 10 Jahre. Ja, eigentlich, also in jungen Jahren schon da hochgeadelt. Also wie ist das, Ja. bevor ich zu meiner anderen Frage komme, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Wurde das an Sie angetragen oder wie lief das?
Ja, es wurde an mich herangetragen, ja. Es waren ja vorher Karl Markovic und Barbara Albert Präsident und Präsidentin. Und ich glaube, die waren 2 oder 4 Jahre, das weiß ich gar nicht so genau. Und nachdem die beiden beschlossen haben, aufzuhören, ist die Akademie dann an mich und an Stefan Rusowitzki herangetreten. Und das ist ein Amt, was Sie mit Freude ausfüllen? Oder ist es anstrengend? Fülle ich mit Freude aus und bin sehr geehrt nach wie vor. Ja. Und anstrengend ist es auch. Aber das hat damit zu tun, dass solche Ämter immer verbunden sind, damit viele, viele verschiedene Meinungen unter einen Hut zu kriegen und trotzdem neutral zu bleiben. Und das fällt mir nicht immer leicht. So, aber Präsidenten haben neutral zu sein und irgendwie das zusammenführende Element zu sein. Das ist gar nicht ohne, aber es ist eine sehr ehrenvolle und tolle Aufgabe. Und ist dieser Romy, dieser Filmpreis, hat das damit auch zu tun? Also, Nein, gar nicht. Das ist nicht, ne? die Romy ist der Film, das ist ein großer Filmpreis vom Kurier, das ist Ah, eine okay, vom Kurier. Tageszeitung vom Kurier, genau. Und das ist ein Publikumspreis Ja, eigentlich. ach so, Also da okay. gibt es ein Voting und da können die Zuschauer irgendwie. Aber dann haben Sie auch einen eigenen in der Akademie, ist auch ein Preis irgendwie, der österreichische Filmpreis dann oder was? Ne? Genau, heißt Genau. der so, österreichischer Filmpreis? Österreichischer Filmpreis, ja. Okay. Ja. Wann ist das? Ist das dieses Jahr auch wieder oder war das schon? Das war schon. Okay. Ja, verpasst. Und wie sehen Sie das eigentlich jetzt? Es waren ja 1,5 harte Jahre für uns alle, denke ich mal, mit dieser ganzen Ja. Corona-Sache und auch was in den Köpfen noch der Leute zusätzlich noch sich wegen Corona dann abgespielt hat. Der Virus schon schlimm genug, aber manchmal auch die Denkungsweise, ne? Ja, also jetzt sind Sie auch hier bei der Premiere in Frankfurt und so. Ist das jetzt ein Aufatmen? Österreich hat ja teilweise dann auch einen anderen Weg in der Corona-Politik erst gehabt und dann war es teilweise doch auch sehr strikt, was da passiert ist. Wie sind Sie da in diesen 1,5 Jahren mit umgegangen? Hat das auf Sie Einfluss gehabt als Künstlerin und auch als Mensch einfach, würde ich mal sagen? Ja, absolut, natürlich. Das geht ja, ist ja an niemandem von uns spurlos vorbeigegangen. Ich meine, wir haben viele. Ich hatte das Glück, dass ich mit Ernst Molden, mit dem ich eine Platte aufgenommen habe, die Wüdnis heißt, immer in den Pausen, also wenn es so ein bisschen leichter wurde im Sommer oder auch noch im Herbst, haben wir relativ viel live gespielt und draußen, wo das dann ging. Ich habe auch gedreht in der Zeit. Weil ganz am Anfang beim ersten Lockdown war natürlich irgendwie wirklich alles in Schockstarre, aber relativ bald wurde dann ja wieder zu drehen begonnen und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich habe aber privat eine sehr intensive Zeit gehabt mit Krankheit und Verlust und Pflege und so. Insofern ist für mich diese, sind für mich diese letzten 1,5 Jahre von so anderen Dingen auch noch zusätzlich geprägt, dass ich das gar nicht so richtig auseinanderhalten kann. Tut mir leid zu hören übrigens, wenn Sie das eben angedeutet haben. Also ich. Ja, ist auch ein Teil des Lebens, gehört dazu. Und Leider. irgendwie hat uns Corona ein bisschen die Zeit verschafft, dass man auch wirklich da sein kann, und begleiten kann. Und das ist auch ein großes Geschenk gewesen in irgendeiner Form. Aber es war natürlich auch extrem intensiv und schwer. Also ich will nicht, man kann das auch rausschneiden, war familiär wahrscheinlich, oder? Genau, Familie. Ja. Ja, tut mir leid, wie gesagt, sehr leid. Vielleicht zu etwas Positiverem zu kommen, ein kleines Brainstorming habe ich noch mit Ihnen vor. Ich mache eigentlich in meinem Magazin Spirit ein Lächeln im Sturm, was ich seit 84 herausgebe. Und seit 92 mache ich die Umfrage unter Schauspielern, Regisseuren, Musikern und anderen Sterblichen ihrer eigentlich 20 Lieblingsfilme. Können Sie mir mal spontan Ihre 3 Lieblingsfilme Ihres Lebens sagen mit einer kleinen Begründung? Oh mein Gott, 3 Lieblingsfilme. Es war einmal in Amerika. Oh, schön. Finde ich filmisch unglaublich faszinierend. Finde ich wund, also hat mich tr trifft mich immer wieder tief, wenn ich ihn sehe. The Kingdom fällt mir jetzt ein. Ja, interessant. Abgefahren, großartig, fantastisch. Twin Peaks. Aber es sind alles keine Filme, sondern Serien, ne? Ja, ist gut, es gibt ja Twin Peaks der Filme, oder man, Sie können, es ist ja offen, Sie Es können es ist ja, es ist aber die Dokumentarfilme nennen Serie. oder Kinderfilme, das ist. Der Film habe ich gar nicht gesehen. Twin Peaks, die Serie. Den Film kenne ich gar nicht. Twin Peaks, die Serie, fand ich fantastisch.
Und Film, es, Die unendliche Geschichte, mein erster Kinofilm. Die unendliche Geschichte. Was waren Sie denn da gewesen? 12? 14? 12? Was 12. haben Sie da gespielt in der unendlichen Geschichte? Nein, 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 das Oh, lieb, ja, wollte ich also. gerade sagen, das geht ja nicht. Ne? Nein, Sie haben es, also erster Kinofilm, Sie haben als erstes das im Kino gesehen. Ja, genau. Ich wollte schon sagen, weil ist mir irgendwas entgangen. Ja, Michael aber Ende das ist geht sich. natürlich vollkommen genial, aber ich finde am besten die Adaption als Hörspiel. Es gibt einmal, ja gut, die unendliche Geschichte gibt es auch als dreiteiliges Hörspiel von Anke Beckhardt und Heinz-Günter Schramm. Ich habe Ganz nämlich das Buch genial. nicht gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, Gott sei Dank. Ja. Sondern wenn ich den Film, also wenn ich das erste Buch gelesen hätte und dann den Film gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich enttäuscht gewesen. Bei mir war es the other way around und deshalb war das irgendwie, hat sich bei mir als erster Kinofilm eingebrannt. Und immer wenn der jetzt so zu Weihnachten läuft, freue ich mich, wie ein, weil dann irgendwie so mein Kind wieder in mir erwacht. Ja, schön. Aber natürlich kann es mit dem Buch nicht mithalten, das ist klar. Ja, aber ich mache das auch häufiger so. Ich habe auch viele Filme zuerst gesehen und deswegen dann die Bücher gelesen. Und das macht mir auch mehr Spaß, weil sonst denkt man auch, Macht oh, das das was? fehlt oder so. Und dann hat man noch Ja. eine andere Dimension, obwohl es auch manche Filme gibt, die sind noch besser als die Bücher, obwohl Clockwork Orange von Burgess auch ein Meisterwerk ist, hat das Kubrick noch besser verfilmt, finde ich. Oder auch Barry Lyndon von Sakurai, das ist auch noch größer im Kubrick. Stil einfach. Also ein paar Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich gucke das auch, mache es eigentlich auch ganz gerne. Erst den Film sehe und dann lese ich das Buch. Also es Ja. macht mir voll Spaß irgendwie. Und Michael Ende hat auch mal selber drei Hörspiele gemacht, nämlich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, mit ihm als Erzähler und dann mit ganz tollen Schauspielern. Das ist auch atmosphärisch unerreicht. Und Momo von Ja. 1975, das ist die gleichen, die auch die unendliche Geschichte gemacht haben. Anke Beckert, Heinz-Günter Stamm, auch dreiteiliges Hörspiel mit Irina Wanka als Momo und Aha. Wolfgang Kieling als einen der grauen Männer und so, das ist wirklich auch also unfassbar Meisterwerk, ja. Und Musik Ja, von super. Duval, das wird sie sofort reinziehen, weil der hat auch zur unendlichen Geschichte die Musik gemacht. Einfach mal, es sind glaube ich auch im Internet, bei YouTube, einfach mal gucken. Okay, da muss ich mir anhören. Ansonsten kann ich irgendwie, weiß nicht, über die Agentur oder so, kann ich Ihnen was zukommen lassen. Das wäre, also wenn Sie das mögen, weil Ja, das würde ich höre wirklich jeden Abend zum Einschlafen Hörspiele. Das ist wirklich so, seit meiner Kindheit. Ich habe auch 3000 Hörspiele und so. Das ist Wahnsinn. mich Also, freuen. Wahnsinn, das ist ja krass. ja, und ich bin auch über die menschliche Stimme, da bin ich überhaupt also Interesse an Schauspielern. Gerade deswegen auch Oskar Werner und so seine Ja, ja, Lesungen, ja. aber auch seine wenigen Hörspiele. Spiele Morgengrauen ist vollkommen genial. Novelle von Goethe. Wenige Texte von Oskar Werner. Ja. Wirklich, das ist wirklich das Beste, was es gibt. Auch mein armenischer Vater hat das auch immer gesagt. Ich liebe Oskar Werner, da ist wirklich das ganze Leben drin. Und also das ist ja gar nicht, er liest nicht die Gedichte, er lebt sie. Ne? Also er Ja, gestaltet sie, er lebt sie. Das ist ja, ja. auch wirklich, ist die schönste Stimme. Also finde ich wirklich, kann niemand besser machen als er. Auch, es gibt andere gute Stimmen auch, aber er ist schon wirklich der Beste. Von den jetzt noch Lebenden würde ich sagen, der Christian Brückner, der Robert De Niro auch synchronisiert, mit dem habe ich auch ein Filminterview gemacht. Letztens, und weil Sie auch, es war mal in Amerika, sagen, ich habe vor 6 Jahren noch die Ehre gehabt, mit meiner Freundin den Ennio Morricone bei sich zu Hause zu besuchen, in seinem Palazzo, wo früher Sophia Loren gewohnt hat. Und ich habe, glaube ich, das einzige Foto auf der Welt mit Ennio zusammen auf seiner Couch, wo er herzlich lacht irgendwie. Das kann man googeln. Also, das war auch für mich so die Summa cum laude, die Auszeichnung schlechthin. Ja, Er hatte mich ja. eingeladen, ich habe ihn mal in Berlin kennengelernt. Das war Wahnsinn. Also, Morricone, das ist auch schlimm für mich gewesen, dass der letztes Jahr auch Ja. gestorben ist und gerade jetzt, ob mit Corona oder ohne, wer in den letzten 2 Jahren alles leider von uns gegangen ist, Das ist so krass, ja. es ist so krass und macht mich, entschuldigen Sie, Sie kennen mich nicht so gut, ich bin sonst ein sehr pazifistischer Mensch, manchmal macht mich das richtig zornig, dass ich denke, also Schicksal, was Hölle, wo ist dein Sieg? Das kann doch nicht wahr sein einfach, ja. Aber in der Kunst leben natürlich diese Genies zum Glück weiter auch, ne? Und man Ja. trägt es mit sich, ne? Und ich glaube, Ihnen wird es ja auch als Schauspielerin gehen, wenn Sie guten Film sehen oder ein tolles Musikstück hören, dann vergessen sie ja auch, dass es gemacht ist, sondern ja, dann lässt man sich so drauf ein und das ist die Magie einfach. Ne? Ja, absolut. Ja, super. Jetzt sind wir hier, ich glaube, eine Minute haben wir, eine halbe Stunde haben wir angesetzt, aber eigentlich geht mir der Gesprächsbedarf nicht aus, aber Sie wissen wahrscheinlich auch, haben wir vielleicht noch was anderes gleich vor. Und wann geht es denn los? Abends jetzt dann einfach, ne? Ist das doch, oder? Ja, also wir fahren jetzt noch zum Hessischen Rundfunk Schön. und haben dort noch zwei oder drei Sachen und dann ist irgendwann Maske und dann geht es am Abend los. Ja. Dann ist am Abend noch Interviews.
Ich hoffe, Sie kommen auch mal nach Berlin, dass wir uns mal face to face. Also ich meine, Ja, Zoom jetzt das war auch, war auf aber. jeden Fall. Berlin ist ja die Stadt, wo ich eigentlich am meisten bin, wenn ich in Deutschland bin. Nur diesmal ist es sich nicht, bei uns würde man sagen, da gegangen. Und falls Sie auch irgendwie so Lesungen aufnehmen oder auch was im Hörspielbereich machen, lassen Sie es mich wissen, weil ich bin wirklich da der Ansprechpartner. Ich mache auch die Rezensionen. Also ich mache ja nicht nur Spirit, ich Ah, schreibe okay. ja auch für Funke Mediengruppe Spiegel Online und so. Und ja, ich wollte es nur sagen, also weil es mir wirklich ein Sehr Bedürfnis Dank. gewesen. Ich könnte, wie gesagt, jetzt noch Sie festhalten und 3 Stunden mit Ihnen weiterreden, aber ich werde Sie jetzt gleich entlassen, weil es war schon mal ganz schön, mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Mich auch. Und wie gesagt, liebe Grüße an Passi, ja noch an die, an Anne und Carola, die sind ja auch noch da im Hintergrund. Das kommt schon. Genau. Okay. Ich weiß, wir Ja. sind jetzt gleich fertig. Also das war super. Genau. Wie gesagt, ich würde es dann gerne halt für meinen YouTube-Kanal auch Spirit, ein Lächeln im Sturm, das Video verwenden. Wenn ich was verschriftliche, kriegen Sie die Zitate, aber natürlich jetzt beim Live-Gespräch, ich kann ein bisschen was schneiden und so, das ist ja kein Problem, aber dann ist halt der O-Ton zählt ja dann irgendwie, nur dass Ja, das, ne? Genau. klar. Gut, ja, also Genau. nochmals danke. Das war Ich Ursula hoffe, Storzen. also der läuft doch in Köln. Kriegst du in Kölner Stadtanzeiger manchmal noch was unter? Ja, kriege ich auch noch was unter, genau, bei Frank Olbert und so, ja. Ja, nee, Frank ist ja nicht mal dafür zuständig. Der ist in Bildungsressort gewechselt. Da müsstest du dich mit Michael Kohler, hast du da den Kontakt? Wenn das Kann so ich dir aufgeräumt schicken? ist, schick mir noch mal, weil ich stimmt, er hat sich gar nicht gemeldet. Ich hatte dem nicht was vorgeschlagen. Gut, dass du sagst. Ja, ach Ja, so, nee, der ist da nicht mehr. alles klar, deswegen hat er sich auch nicht. Ja, aber mache ich ab und zu, Kölner Stadtanzeiger. Also bis letztes Das Jahr wäre cool. Der gewesen. startet auch in Köln, von daher hast du vielleicht Chancen. Ja? Das ist lieb, ja. Gut, Vielleicht also machen sie ja nicht nur Band. nochmals danke. Das war die wunderbare Ursula Strauß für Spirit, ein Lächeln im Sturm und den YouTube-Channel The Spirit Meets Ursula Strauß. Danke und Servus Danke. Baba, wie ihr sagt, ne? Ja, Ciao. genau. Ciao. Gut, dann.